Herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Hänihan. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, zumindest nicht bei Subnautica. Dafür könnte ich mich jetzt entschuldigen, aber ich habe halt einfach keine Zeit gehabt. Und so ist das nun mal, wenn man anderweitig auch noch irgendwie beschäftigt ist und andere Projekte verfolgt, dann hat man halt nicht immer Zeit. Nichtsdestotrotz, wir befinden uns wieder in der Experimentalversion von Subnautica. Und ich hatte beim letzten Mal angefangen, eine Basis zu bauen. Der Spielstand, den habe ich irgendwie aus Versehen gelöscht und jetzt habe ich nochmal neu angefangen. Und um euch das Ganze zu ersparen, habe ich jetzt einfach mal ein Stündchen vorgezockt ungefähr. Und wir haben eigentlich noch nichts bis auf diese Basis. Wir haben die Seemotte, ein paar Schränke und so. Ich kann euch das ja gleich mal zeigen. Jetzt war ich hier gerade allerdings am rumfrickeln. Und zwar, ah ja, stimmt, das war ein bisschen verbuggt. Das ist in der Experimentalversion manchmal so. Ich müsste dazu einen neuen Spielstand laden. Und was ich hier jetzt vorhabe, ist, mir gefiel der Eingang nicht. Und ich mache das jetzt nochmal neu. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das hier oben haben möchte oder ob ich das da unten hin mache. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mal schauen. Angebrachte Komponenten müssen zuerst entfernt werden. Okay, das bedeutet, ich muss da einen Hatch einfügen, also einen Eingang, damit ich die Leiter entfernen kann. Um dann wiederum diesen Baustein hier entfernen zu können. Das ist ein bisschen ätzend. Oh. Jetzt hatte ich fast den Eingang auch dekonstruiert. Das war nicht des Planes. So, und ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das zu hoch ist, ob mir das irgendwie so gefällt. Ich weiß es noch nicht genau. Ich finde es natürlich schon cool, wenn man irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich das schon gut. Allerdings gefiel mir die Sektion hier oben nicht so richtig. Und ich bin am Überlegen, wie man das macht, wenn man dann später auch die Cyclops wieder hat. Die Helga. Die Helga 2.0. Ich glaube, das ist eigentlich wohl ganz cool. Mir hat es nur nicht mit dem Abstieg gefallen so richtig. Ja. Ich mache hier nochmal eben schnell einen Eingang hin. So. Und das wäre er jetzt fürs Erste. Aber so finde ich das irgendwie, weiß ich auch nicht, so mag ich das nicht so wirklich. Das ist mir zu eng. Das ist natürlich blöd, ne? Wenn die Leiter jetzt da ist, ist es echt scheiße. Ich muss hier nochmal raus. Ich probiere mal was aus. Vielleicht kann man die Leiter drehen, wenn man das Gebäudeteil dreht. Ich weiß es nicht genau. So, ich nehme das mal weg. Kann man das irgendwie sehen mit der Leiter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall pflanze ich es jetzt mal so dahin. Und dann kicken wir mal mit dem Eingang. Also ich meine, im Endeffekt soll es eh nicht so bleiben. Das mache ich jetzt nur rein Interesse halber. So, die Leiter. Hey, die Leiter geht wieder dahin. Das ist eigentlich hätte ich die Leiter lieber auf der anderen Seite. Dann, egal, ich mache die jetzt einfach dahin. Da muss ich mir überlegen, wie wir das machen. Weil ich finde es halt blöd, wenn man hier direkt reinkommt und direkt so vor der Leiter steht. Irgendwie finde ich das scheiße. Die Frage ist, wie lösen wir das Problem? Man könnte ja vielleicht später dann von hier und von da... Genau, ich mache jetzt einfach noch so einen Kanal hin. So ein Kanal, so ein... Sowas. Und dafür fehlt mir Titan. Aber das Problem ist hier schnell gelöst. Item Titanium 6. Ich hole mir das Zeugs immer nur so vorsichtig. Ich habe bis jetzt auch nur Titan gebraucht, quasi, um hier und ein bisschen Glas, um die Sachen hier zu bauen. Ein bisschen Lithium. Alles das, was wir in der alten Station auch hatten. Dadurch, dass wir jetzt allerdings nochmal neu gebaut haben, würde ich dann einfach den Cyclops und solche Geschichten, das würde ich einfach nochmal neu craften wollen. So.
Das nehme ich mal wieder weg. Also ich möchte mir da keine Sachen erschummeln, die ich noch nicht hatte. Bis auf zwei Dinge, die man allerdings... Dafür brauchte ich allerdings nur 4 Titanen. Und ich musste die Dinge einfach mal ausprobieren. Und das ist großartig. Ich zeige euch die Station gleich sowieso noch mal ein bisschen. Machen wir mal so eine kleine... Hahnbasis 2.0 Folge oder sowas. Also hier mache ich mal einen Glaskorridor hin. Und dann mache ich noch einen Glaskorridor. So, Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Oder? Komm, einen mache ich noch. Und dann. Nein, ich muss jetzt ganz schnell den Eingang entmasseln. Sonst wäre ich gleich tot. Oh, 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 oh. Gott sei Dank. Das war knäpplig. Ja, und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, ich könnte hier noch eine Röhre mehr dran machen. Warte mal, das geht doch bestimmt auch von hier, oder? Kann ich von innen auch bauen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Bisher habe ich das immer von außen gebaut. Ja, das würde gehen. Cool. Dann nehme ich mir nochmal Glaskorridor und pflanze den mal hier hin. Finde ich schon, das hat irgendwie was. Ja, ich finde das gar nicht schlecht. Ich mache hier nochmal eine Kurve hin. Und noch einen langen Glaskorridor. Und einen Eingang. Was? Jetzt fehlt mir Glas. Ach, ernsthaft. Item. Glas. 2. So. Ja, 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 ja. Wir nähern uns der ganzen Geschichte irgendwie. Ich bin nur nicht hundertprozentig sicher, wie das Ganze aussieht. Das wird auf jeden Fall echt monströs werden, glaube ich. Schauen wir mal. Ich mache hier nochmal so eine Plattform hin. Ach, die kann man noch so versetzt dahin machen, oder was? Okay, das mache ich mal. Okay, da eine. Ich kenne hier eine. Und dafür fehlt mir noch Titan. Item. Titanium 4. Ach, und das kann ich jetzt nicht dahin machen, weil... Ja, das finde ich scheiße. Dann mache ich die andere da wieder weg. Warning, 30 seconds of oxygen. Ja, 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 ja. Wir holen mal kurz Luft hier in der Seemotte, die ich übrigens noch nicht umbenennen kann. Ja, ich finde das ganz cool. Also es ähnelt der Größe der vorherigen Base auch, ungefähr. An der vorherigen Base hatte ich auf jeden Fall mehr Tunnel. Hier habe ich 3 Räume und noch einen Raum mehr, den sieht man aber jetzt nicht. Der ist nämlich hier in dem Berg drin. Eigentlich finde ich das so schon ganz geil, ne? Wenn man hier so reinfährt. Dann kann man hier aussteigen und dann kann man entweder rechts oder links rein. Ja, das finde ich gut. Hier, Kollege, das mache ich nochmal wieder weg. Und ich glaube, das da vorne mache ich auch nochmal wieder weg. Das hier. Ach was, jetzt muss ich erst den Tunnel entfernen. Ernsthaft. What the fuck? Und dann geht das erst. Das ist ja ätzend. Na gut. Da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, finde ich. So, jetzt mache ich noch, genau, den mache ich noch hier hin. Oh ja, jetzt habe ich... Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ja. Dann mache ich nämlich, hier... Nee. Eine Glaskurve von da nach so. Und eine Glaskurve von da nach so. Was? Glas? Ach, immer fehlt Glas.
Item Glass. Jetzt müssen wir gleich auch von innen nochmal gucken, ob die ganze auch noch, die ganze Station noch stabil genug ist, ey. So viel Glas verbaut. Ist nur bei 18,5, ja. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, wir holen jetzt sofort Luft. Okay, das finde ich eigentlich ganz cool. Und es ist irgendwie falsch rum, oder? Sollte die Kurve nicht eigentlich... Ja, das kriegt man symmetrischer hin. Aber generell finde ich, dass man die Glastunneln und dass man es so einkesselt, das finde ich, das ist eigentlich ganz, das ist eigentlich ist das ganz geil. Muss ich nur noch einen weiter nach rechts gehen. Okay, wie viel Platz haben wir im Inventar? Ich muss mal kurz zu den Schränken. Kann ich euch das auch mal ein bisschen zeigen? So, jetzt sind wir unten, aber noch nicht ganz unten. Hier ist noch eine nicht fertige Solarzelle. So, hier kann man jetzt, hier kommt man zum Crafting-Raum. Ich habe hier mal so ein Bildschirmdings aufgehängt. Das ist so ein Fotohalter. Den hatten wir ja beim letzten Mal auch schon in der letzten Basis. Dann geht man hier weiter links rum und dann kommt man in den nächsten großen Raum. Und hier habe ich den Fabrikator hingebastelt. Ich habe mir gedacht, ich unterteile das jetzt einfach in Räume. Und ja, hier ist auf jeden Fall noch genügend Platz für Schränke. Man kann die Fenster ja wieder wegmachen, wenn man hier noch Schränke hinplatziert oder was weiß ich. Eine Werkbank sollte hier auch noch hin, die sollte hier ungefähr hin. Und ja, die Blumenkästen habe ich angebracht, einfach weil man jetzt auch Blumenkästen machen kann. Das ist total cool. Das sind so Wandregale. Ich wusste nicht genau, wie ich die aufhängen sollte. Deswegen habe ich die einfach erstmal dahin gemacht. Einfach nur, um die dahin zu machen. So, das gefällt mir auch noch nicht so richtig irgendwie mit dem Gang hier. Ich bin am Überlegen, ob ich hier eventuell noch eine Kurve einbaue und man dann hier geradeaus nichts hat, sondern dann hier nur rechts und links gehen kann und nicht da geradeaus direkt, sondern eher hier so rum. Da muss ich mal kicken, wie ich das mache. So, jetzt kommt man hier quasi in den mittleren Bereich. Hier habe ich einfach nur so ein bisschen Ausrüstung. Hier wollte ich auch noch einen Schrank mehr hinmachen, wenn wir dann mal demnächst mehr Ausrüstung haben sollten. Ja, und dann können wir uns hier auf die Bänke setzen und mal kicken, ne? So, haben wir genug gekickt hier. So, wenn wir weiter geradeaus gehen. Ich habe hier übrigens diese Tore verbastelt, weil die Stabilität geben. Das heißt, wir kriegen nicht so schnell Risse in die Hülle der Basis. Und müssen dann auch dementsprechend nichts reparieren. Das sind im Prinzip einfach nur so Schotttüren, Schottendingsbums, wie in einem Schiff auch. Da kommt kein Wasser durch. So, dann können wir hier weitergehen. Ein Stückchen weiter nach unten und dann kommt man in den nächsten Raum. Bei dem habe ich mir so weiter noch nichts gedacht. Da muss ich mal gucken, was ich hier hinmache. Den habe ich einfach erstmal nur so platziert, weil ich das mit den unterschiedlichen Ebenen haben wollte. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz geil aus. Zumindest, wenn man von unten so hoch guckt. Mit der furzenden Seekuh. Wunderschön. Wunderschön verkeimtes Wasser hat sich der Hahn ja ausgesucht. So, dann gehen wir mal wieder hoch. So, und was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, hier war noch ein Gang mehr. Gehen wir mal zurück. Ich finde das eigentlich so, wie es bis jetzt geworden ist, finde ich das total geil. Ich würde gerne noch ein paar Schilder und Informationen und sowas anbringen. Man hat da mittlerweile echt richtig, richtig gute Möglichkeiten. Allerdings müssen wir die ganzen Baupläne wiederfinden. Die möchte ich mir nicht erschwindeln. Die würde ich dann halt schon wieder suchen. Also auch für die Werkbank zum Beispiel. Die kann ich jetzt zwar noch nicht wieder bauen. Aber den Platz dafür habe ich schon mal geschaffen. So, jetzt geht's hier weiter. Und zwar befinden wir uns quasi direkt ja, in dem Berg, an dem die Basis gebaut ist. Da geht's hier ein Stück rein. Ich finde das ganz cool gemacht, so. So. Und was sehen wir hier? Was sehen unsere Augen hier? Total geil. Hier gibt's Wasser. Das sind so Wasserfiltrationsmaschinen-Gedönsdinger. Die kann man sich jetzt neuerdings bauen. Total cool. Die brauchen extrem viel Energie. Also dafür muss man halt viel Strom anbringen. Deswegen habe ich auch, ja, ich weiß nicht, 5 Solarzellen gebaut.
Auf jeden Fall spenden die einem Wasser. Und das ist ziemlich cool. Man kann hier rangehen an das Teil. Und dann kann man sich hier... kann man sich das einfach rausnehmen. Und den verfaulten gekochten Kika, den esse ich jetzt mal nicht. Aber ich trinke das große Fläschchen Wasser mal. Und ihr seht, 81%, fast voll. Hammer. Sehr, sehr geil. Lohnt sich wirklich. Die Dinger zu bauen. Und für zweimal Titan, das ist wirklich unfassbar günstig, sag ich mal. So, das Wasser würde ich einfach jetzt mal direkt hier. Reinstecken. So, und der Bug, der ist noch nicht weg, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das verschiebt oder es wird irgendwie weniger. Ich weiß auch nicht. Was essen müssten wir auch. Die verfolgten Kicker allerdings nicht. Was noch ganz geil wäre, wenn man dann noch so eine Kompostiermaschine oder irgendwie sowas hätte, einfach um den alten Fisch wieder loszuwerden und den vielleicht umzuwandeln in Energie oder so. So eine Art, ja, Verbrennungsmaschine, was weiß ich. Und ich finde das eigentlich echt cool. Ich bin am Überlegen, ob ich hier auch noch Blumenpflänzchen-Töpfe hinmache. Aber ich glaube nicht. So. Jetzt müssen wir was essen. Dazu müssen wir hier raus. Oh Gott, wo ging es hier nochmal raus? Hier ging es nicht raus. Jetzt muss ich, glaube ich, hoch. Ne? Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, ich sollte unten auch noch einen Ausgang hinbasteln. Ich weiß aber noch nicht, wo. Jetzt müssen wir halt echt was essen. Aber so ein paar Fische gibt es hier ja zum Glück. Werden uns nicht viel bringen. Aber immerhin etwas. Und was man echt sagen muss, ist, das sieht einfach nur krass aus. Das ist einfach so geil geworden. Die Grafik hat sich so dermaßen krass verändert. Also die ganze Stimmung mit dem Wasser, mit den Algen zum Beispiel, also die ganze Farbstimmung verändert sich. Eingang. Ach, guck mal, da ist doch noch ein Eingang. Oh, das ist gut. Den können wir da auch lassen. So, jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Wo war denn meine... war denn... genau, meine Maschine war da hinten. Mein Fabrikator. So, jetzt... und jetzt muss ich echt dringend... dringend essen. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man viel Inventar dabei hat, dass sich die Figur extrem langsam bewegt jetzt. Ja, ja. Und ich finde das mit den Blumenkästen finde ich eigentlich ganz cool. Das sieht, wenn man direkt davor steht, ist schon nett. So. Nein. Komm schon, jetzt wird's aber, jetzt wird's knapp. Das sah schwierig aus. Oh, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Also wenn das verbuggt wäre mit dem Fisch da drauf. Oh, Gott sei Dank. Bisschen was zu essen zumindest. Minus 6 Essen und minus H2O. Wo lasse ich das Zeugs denn? Schmeiße ich das einfach raus? Raus aus der Hütte? Vielleicht kann ich hier so eine Art... vielleicht kann ich hier so eine Art Mülleimer haben. Also wenn ich irgendwas habe, was ich loswerden möchte, dann schmeiße ich das einfach hier in diese Röhre. Denn es ist weg und man sieht es nicht. Und falls ich mal irgendwann irgendwas wieder brauche, zum Beispiel zwei vergammelte Fische. Okay, das ist gut. So, da fange ich mir auch nochmal eben schnell ein. Einfach damit wir gleich ein bisschen was zu knabbern haben. Denn Essen und so ein Zeugs wollte ich mir nicht erschummeln. Oh. Und Wasser und sowas eigentlich auch nicht. Aber ich hoffe, durch die Filtrationsmaschinen ist das Wasserproblem erstmal gelöst. Denn ich finde es ganz cool, dass man jetzt auch Wasser gewinnen kann auf einem anderen Wege, als außer mit diesen... außer mit diesen Luftsäcken oder Airsacks oder wie die Dinger heißen. Diese Knusperfische. Die ich mir durchaus knusprig vorstelle, wenn man sie brät. Vielleicht schmecken sie nach Hühnchenhaut. Warning,
30 seconds of oxygen remaining. Oha, ja, stimmt. Ich muss auftauchen. Schnell. Und die Wasseroberfläche, das ist so geil. Das ist so krass, dieser Unterschied einfach. Zu dem, wie das vorher ausgesehen hat. Also vorher konnte man halt auch nicht die Umgebung sehen über Wasser. Also vorher konnte man halt die Umgebung unter Wasser nicht von über Wasser aus sehen. Und umgekehrt ist es im Prinzip genauso. Und das sieht halt einfach komplett anders aus. Ich finde, die Wasseroberfläche haben sie durchaus realistisch hinbekommen. Es freut mich sehr, was sie daraus gemacht haben. Und was sie daraus offiziell machen, denn das ist ja, im Prinzip ist das ja die Experimentalversion. Es ist ja noch nicht das Update, aber es wird kommen. So, und das möchte ich gerne umbauen hier. Ich möchte dieses, im Prinzip sieht es ja aus wie eine U. Das müssen wir weiter drehen, und zwar, dass es hier auf ist. Das finde ich irgendwie praktischer. Deswegen müssen wir den ganzen Scheiß hier gleich nochmal abreißen. Das könnte ich eigentlich auch mal eben machen. Ich hoffe nur, ich habe genug Inventarplatz. So, dann machen wir das weg. Das weg. Und das weg. Und das weg. Na? Ja, das Inventar ist voll. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, vielleicht schon hier nochmal kurz eine Luke ran. So, Notfallluke. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. So, dann gehen wir mal eben kurz runter. Dann kochen wir mal was zu essen. Ich glaube, dazu ging es hier lang. Da sollte ich mir wirklich, so Orientierungsschilder hinmachen, denn ich fange jetzt schon an, mich in der Basis zu verlaufen. Das hatte ich in der letzten Basis auch schon, dass ich dann nicht genau wusste, wo der Weg zum Moonpool war und ja. Also zumindest war ich mir immer sehr unsicher. Kochen. Und zwar möchte ich einen Garyfish, bitte. Ich finde, dadurch, dass das Ganze irgendwie mit Pflanzen geschmückt ist und man sich da was zu essen macht, sieht es irgendwie viel hochwertiger aus, oder? Also es ist irgendwie viel edler. Und hängt es noch nicht auf gleicher Höhe. Ich hätte es cool gefunden, wenn es wirklich direkt symmetrisch gewesen wäre. So. Ich bin ja mal gespannt, ob sich der Fisch jetzt genauso wie vorher, also im Inventar, vergammelt er ja. Das haben sie wieder, ja, zurückgeändert. Also es gab schon mal, dass der Fisch vergammelt ist. Und dann haben sie es wieder rausgenommen. Jetzt ist es wieder drin. Zumindest in der Experimentalversion. So, und den esse ich mal eben schnell. Den auch. Und den auch. Und den packe ich da mal roh rein. Und dann gucke ich mal, ob die vergammeln. Das würde mich wirklich interessieren. So, hier mache ich mal Fisch. Und hier haben wir... Salz habe ich eigentlich andere Schränke. Hier machen wir mal Glas. Obwohl, das ist Quatsch, das brauche ich ja. Damit muss ich ja gleich die Dings wieder bauen. Titan, Silikon, Kupfer. Okay, dann mache ich hier wieder Produkte. Ich finde, das passt ganz gut. Was hatte ich denn jetzt vor? Wie sieht es aus mit richtiges Salz wollte ich wegpacken. Und zwar muss ich da hier lang. Und dann hier lang. Gut, dann lasse ich die Tür auch mal eben auf. So, jetzt haben wir hier unser Wasser und hier haben wir schon ein bisschen Salzvorrat. Das gefällt mir sehr gut. So, da liegt schon wieder Salz drin. Ich frage mich ja, was ich mit dem ganzen Salz soll. Sonst, also wenn es eine Maschine zu viel ist, dann reiße ich die halt wieder ab. Aber im Prinzip kann man ja nicht genug Wasser haben. Wenn es so weitergeht, brauche ich hier noch einen großen Schrank.
Salz. So, das halte ich mal auf der Tasche. Die Tür wieder zu, einfach damit es ein bisschen stimmungsvoller ist. Ich finde, das irgendwie saugt einem das ein bisschen mehr ein, wenn man Türen aufmachen muss und zumachen muss. Dann ist man ist irgendwie ein bisschen mehr drin in der ganzen Geschichte. So, jetzt wollte ich den Rest hier weiter abreißen. Also dieses Basisbauen, muss ich ja sagen, das macht mir echt schon Spaß. Was? Inventar schon wieder voll? Nein. Da ist noch ein Eingang dran. Alles klar. Jetzt verstehe ich. So, und das U fände ich, ich fände es halt praktischer wirklich, wenn es hier so rumgeht. Ist natürlich nur blöd, dass man das nicht so richtig mittig platzieren kann. Also, wenn man hier noch so eine halbe Plattform hätte, dann fände ich schon cool. Dann wäre es irgendwie symmetrischer. So, bevor ich jetzt hier so lange rumfasel, werde ich jetzt einfach mal... was ausprobieren. Und zwar mit langen Glastunneln. Können wir die Plattform nachher einfach noch ein bisschen irgendwie anders platzieren, dass es ein bisschen schicker aussieht. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ist gut. Wir haben unsere Notfallluke und können dann notfalls da halt auch wieder reinschwimmen. Stimmt, ich kann das ja auch von hier aus machen, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich sehr geil. So, dann geht's hier um eine Kurve, dann geht's nochmal geradeaus. Dann geht's nochmal um eine Kurve. Und dann geht's wieder raus. Genau. Über den Weg mal zurück. Finde ich ganz cool. Hier ging's nochmal geradeaus. Und um eine Kurve. Kurve. Da ist sie doch. So. Boing. Ich hoffe, die Simon hat sich nicht wehgetan. Was? Jetzt fehlt das Glas. Ah, komm, ernsthaft. Item Glass. Da reicht uns ja einmal. So. Welcome aboard, Captain. Ja, ich fahre mal ein Stückchen zurück hier. Ja, das finde ich eigentlich finde ich es ganz cool. So kann man hier mit der Seemotte schön anlegen. Genau, das Ding wollte ich auch noch eben wegmachen. Damit man den Weg gehen muss, den ich gerne möchte. Glas fehlt mir jetzt einmal. Da möchte ich gerne noch eine Scheibe hinmachen. Ja, genau. Glas. Zwei. Ja, und das finde ich cool. Also das finde ich wirklich, das ist gelungen. Gucke ich mir mal ein bisschen von weiter weg an. Eventuell kann ich einen Screenshot machen davon. Oh Gott, das sieht aber schon... sieht schon nice aus. Ist richtig geil geworden diesmal. Mit der Station vorher war ich nicht so wirklich zufrieden, aber das ist sehr, sehr cool. Wie sieht es denn von weiter unten aus? Na, sieht man natürlich, was da oben drauf ist, nicht? Perspektive ist irgendwie scheiße. Mit der Muku. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Oh shit. Alter. Der beißt mich tot.
Die Sau. Ich muss es von weiter oben machen. Sah irgendwie schicker aus. Ja, gut, dann hole ich jetzt halt erstmal Luft. Und ich kann es mir schon sehr, sehr gut vorstellen, wenn hier dann später die Helga angedockt ist, dann wird es echt cool werden, glaube ich. Also ich sehe gerade dieses komische Inventar-Dings da. Das war die ganze Zeit da. Ist das jetzt auch noch da? Nee. Merkwürdig. So. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ist uns grandios gelungen. Und ich denke, ich werde jetzt auch erstmal ein Päuschen einlegen. Nachdem ich einen Screenshot geschossen habe. Denn, also das muss jetzt noch eben sein. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Wie war das noch mit F6? So, ne? Genau. Jetzt ist es zwar dunkel, aber eigentlich